umgezogen und zwar in Korea. Und passend dazu habe ich morgen auch meinen allerersten Unitag, also dann habe ich halt richtigen Unterricht. Ich bin heute leider die Nacht ganz alleine in dieser Wohnung, weil morgen kommt erst Melissa und zwar um 6 Uhr morgen. Und damit das jetzt niemand falsch versteht, ich bin hier jetzt nicht fest umgezogen, sondern ich bleibe hier nur 3 Monate. Cool, das Licht funktioniert nicht, das muss ich kurz aufladen gehen. Mit umgezogen meine ich einfach nur, davor war ich ja die ganze Zeit bei meiner Omi und jetzt bin ich halt in Seoul näher bei meiner Uni. Weil sonst müsste ich jeden Tag 2 Stunden in die Uni fahren und darauf habe ich keinen... Oh mein Gott! Alles gut, ich pack das nicht. Ich war deswegen zum letzten Mal nochmal mit meiner Omi zusammen Sushi essen und da ist so etwas Lustiges passiert. Ne? Meine Oma hat das so voll casual mitgenommen. Oh mein. Ich könnte vor mir gerade einfach anfangen zu heulen. Ich hasse solche Sachen. Es macht mich so aggressiv. Und da talk ich einfach mit euch auf dem Boden weiter, ohne meine Skincare zu machen, was ich sagen wollte. Wir sind in dieses Restaurant reingelaufen und plötzlich kommt so eine Frau auf sie zu und redet sie so richtig aggressiv an und ich habe halt nicht so viel verstanden. Und ich dachte so, Oma, was ist gerade passiert? Und die ist halt dann rausgegangen, weil meine Oma gesagt hat, nein, bitte nicht, gehen Sie bitte weg, ne? Ich war so geschockt, ich dachte, diese andere Omi greift meine Oma an, ne? Und dann meinte sie so, nee, sie wollte das Essen bezahlen. Ich so, hä? Und meine Oma so, ja, in Korea, manchmal gibt es solche Leute, die einfach zu herzensgut sind und dann zu random Leuten hingehen und dann bezahlen wollen. Aber warum machen die das so aggressiv? Ich hatte so Angst vor der. Hier kurz das Sneak Peek von unserer Wohnung. Ich gehe jetzt auf jeden Fall pennen und morgen mache ich euch eine ausführliche Roomtour, wenn das auch mal aufgeräumt ist.